So, da sind wir schon wieder zurück. Und worum geht's? Genau, den Deadpool-Skin. Wo müssen wir dafür hin? Richtig, bei Deadpool in sein kleines Aquarium, sagen wir jetzt mal einfach. Wir gehen einfach schlicht und einfach an den Computer. Einmal wie hier unten. Salutiere vor Deadpools Hose. Das Ganze haben wir an mehreren Orten möglich. Ich werde euch natürlich wieder zeigen, an welchen Orten das Ganze möglich ist. In welchem Modus natürlich? In Gruppenkeile. Warum Gruppenkeile? Weil ganz einfach, da habt ihr natürlich die Möglichkeit, komplett allein zu sein oder ihr habt halt einfach nur Teammates dabei und euch wird auch keiner da auf den Keks gehen. So, wie gesagt, Gruppenkeile bietet sich da an. Solo kann man natürlich auch machen. Das Problem ist einfach, es werden immer irgendwelche Leute um euch rumfliegen. Ist einfach so. So, bevor wir aber in Gruppenkeile reingehen, beziehungsweise wir sind schon auf dem Weg, erstmal großes Dankeschön an alle, denn ihr seid alle daran beteiligt, dass ich mir genau dieses Skin-Paket kaufen konnte von der X-Force. Gruß geht da wirklich an jeden Einzelnen raus. Und wer wirklich ein bisschen Support da lassen will, gerne Like da lassen, Abo da lassen, kommt gerne bei den Custom Games vorbei in den Livestreams. Und wegen der Skin-Verlosung auch kein Problem, kurze Erklärung dazu. Jedes Mal, wenn ich im Livestream eine Solo-Runde spiele und diese gewinne, bekommen halt alle meine Mitglieder die Möglichkeit, einen Skin zu gewinnen. Die müssen dann in den Chat reinschreiben, ich lose dann aus und dementsprechend wird halt dann der Skin verlost. So, deshalb ein kurz und knapp, wer halt da mitmachen will, sollte vielleicht sich die Mitgliedschaft gönnen, aber ist natürlich keine Pflicht um Gottes Willen. Aber wenn du mal im Stream vorbeischauen willst, wäre natürlich nicht verkehrt. So, wir sehen schon die Minimap, wo finden wir das Ganze? Also, ganz kurz erklärt, einmal. Warte, kurz Minimap. Einmal hier bei Speedy Sands, einmal da, also an dem Hochhaus. Dann hier bei der Agency, bei Slurpee. Und die letzte war auf der Yacht. Hier bietet sich natürlich bei meiner Route jetzt an, bei Speedy Sands, einfach schnurstracks geradeaus runter. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass meine FPS-Zahl mal einigermaßen mitmacht. Wer das letzte Video gesehen hat, hat gesehen, Katastrophe. Nicht spielbar, aber wir sehen es ja. Guck mal, ihr kennt meine Videos. So ruckelt das eigentlich nie. Eieieiei, das war es ja an der Stelle mal komplett. Ich hoffe halt wirklich, dass das in den Livestreams gleich nicht so ist. So, guck, ich spiele mit 9 FPS. Hier seht ihr die Flagge, einfach nur die Hose und dann Abfahrt. Und schon habt ihr das Ganze geschafft. Der Deadpool-Skin wird dann gleich freigeschaltet sein. Wie gesagt, wem ich damit schon alleine helfen konnte, gerne ein Abo da lassen und schaut einfach mal in den Livestream vorbei. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen, denn unsere Community, ich würde einfach fast schon behaupten, was Fortnite betrifft, auf jeden Fall eine der besten Communities, die wir derzeit haben. Ich heb mich extra so weit aus dem Fenster, weil unser Chat besteht eigentlich fast nur aus Mitgliedern. Und unser Chat ist wirklich clean. Also keine Astronauten, die irgendwie nur Blödsinn reinschreiben und hast du nicht gesehen. Und die Custom Games machen auch echt Fun, muss ich sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. So, wieso holt er die Waffen nicht mit? Okay. Er lootet hier alles weg. Und für alle, die noch ein bisschen Support da lassen wollen, guckt natürlich das Video wieder bis zum Ende. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Denn nur so könnt ihr wirklich den vollen Support raushauen. Grüße gehen da auf jeden Fall schon mal raus an Schleuderaffe, der anscheinend wirklich jedes Video bis zum Ende sich antut. Auch wenn das Gameplay natürlich manchmal schon ein bisschen grausig ist, aber irgendwo unterhaltsam, glaube ich. So, was haben wir hier an Waffen? Zack, 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 zack. Gott, aber die FPS-Zahl, ich würde mal echt gern wissen, woran es liegt. Das ist echt nervig. Ich bin echt teilweise im Überlegen, ob ich nicht doch mit der PlayStation besser die Aufgaben aufnehme. Weil da einfach die FPS-Zahl nicht so runter droppt. So, hier haben wir noch die Harpune. Zack, zack. Noch ein bisschen extra XP holen. Weil wir sehen schon, zum Beispiel hier in der Lobby ist einer Level 210. Grüße gehen schon mal raus an den Kusana. Zwei Angelspots haben wir. Die XP holen uns natürlich gerne mit. Zack, erstmal hier die. Ach Gott, hier landen ist echt eine Katastrophe. Ah ja, erstmal die Wand weg. Ah, hier aus dem Wasser kommen ist gar nicht so einfach. Aha. Ach, die Minigun. Ach, man kennt sie. Sehr beliebt bei Fortnite-Spielern. Allerdings im negativen Sinne. So, dann holen wir uns die X. Oh Gott.
Diese FPS-Zahl, ich will mal gerne wissen, woran es liegt, ey. Das ist echt so nervig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig das ist. Weil ihr wollt einfach ganz normal Fortnite spielen, wollt dabei ein Video aufnehmen. Alle, die YouTube machen, wissen, was ich meine. Und es ist einfach nicht spielbar, in Anführungszeichen. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Einfach hier hoch. Zack, noch mehr FPS. Ach, FPS. XP, 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 XP. Denn wir brauchen XP. Ich sage, ich würde fast behaupten, Ende des Wochenendes könnten wir sogar die 200 knacken. Aber das wird definitiv nicht einfach werden. Also das wird definitiv eine Hausnummer sein. Aber vielleicht schaffen wir es ja sogar zusammen. Also wie gesagt, gerne im Livestream vorbeischauen. Ich denke mal, dass ich doch ein bisschen mehr Duo spielen werde. Einfach mit meinen Mitgliedern zusammen. Mal schauen. Ich werde einfach mit euch... Warte, hier ist glaube ich noch eine Münze. Mit euch zusammen entscheiden, wie wir das Ganze halt handhaben. Was ist denn hier die Münze? Münze? Ich hab sie doch gehört. Hä? Jetzt ist sie wieder weiter weg. Ich hasse diese XP-Münzen, gell? Ist doch noch eine hier unten, oder wie? Leute, ohne Quatsch, ich glaube, hier will gerade keiner mit mir tauschen, was die FPS-Zahl andere betrifft, gell? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Münze ist, ey. Das ist eine Katastrophe, ey. Ei. Ich würde sagen, wir bauen uns auch direkt hoch. Einmal Selbstmord. Hier ist echt fast nichts machbar, ey. Hallo. Ah ja. Ich starte schon, ich lande so im Fallschirm. Mal gucken, ob wir noch ein, zwei Kills hinkriegen. Aber wie gesagt, das ist wirklich eine Katastrophe mit diesen FPS. Das ist ja wirklich fast wie Standbild. Guck mal, ich spiele hier mit 14 FPS 11. Was ist denn hier los bei Fortnite? Gott, ey, da hast du neue Skins, ey, und dir kraut schon davor, damit zu spielen, ganz ehrlich. 8 FPS, 12, ja jetzt 49, aber jetzt ist es wieder runtergedroppt auf 11, oh mein Gott, ey, 20, ei. Ich weiß, ich jammer hier gerade ein bisschen viel rum, aber das ist wirklich anders nervig, also wirklich anders nervig. Ach, hier liegt einfach der goldene Scar. So, mal gucken, ob wir hier ein paar Gegner finden. Ihr seht schon, warte mal, wir gucken einfach, ob wir die andere Dings noch finden, Hose. Aber die müsst ihr... Oh, er baut einfach nicht. Oh Mann, ey. Das... Also jetzt macht gerade Fortnite wirklich überhaupt keinen Spaß, ey. Ich will euch einfach stinknormales Gameplay zeigen. Und hier funktioniert einfach gar nichts. Ihr seht ja selber oben rechts. Die FPS-Zahl, jetzt gerade 55, jetzt schon wieder 26. Wie soll ich denn da vernünftig spielen? Also ihr wisst ja alle selber, auf der Switch sind 30 FPS, aber mit 8 FPS, wie jetzt gerade, 16 FPS, ist das Spiel nicht spielbar. Das ist echt eine Katastrophe. Guck mal, 14 FPS. Mit 14 FPS soll ich da irgendwas reißen. Gott, ey. Aber ich würde sagen, wir gehen gerade schnell in die Lobby, gucken uns den Skin noch an, den ihr natürlich dann, wenn ihr alle Aufgaben von mir gemacht habt, natürlich auch bekommt. So, ich bin mal gespannt, ob wir ihn direkt bekommen, aber eigentlich müsste er direkt da sein. Aber ganz ehrlich, die neuen Skins reizen mich natürlich deutlich mehr als der neue Deadpool-Skin. Denn man hat ihn eigentlich schon überall gesehen, er wurde geleakt, ja, man nimmt ihn sich mit, aber ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, er ist in meinen Augen nicht wirklich so besonders. So, dann warten wir mal ab. Komm, zapp, zapp, komm. Aha, der Allerechte. Einfordern. Aber ich sag ja, so toll ist er jetzt eigentlich nicht. Warte mal, wo ist er versteckt? Da oben, Stil bearbeiten, zack. Einmal natürlich jetzt mit Maske, einmal ohne Maske. Ist nicht schlecht, also in der Variante auf jeden Fall mal besser als die rote Variante. Ist natürlich kein Original Deadpool, aber so fällt sie natürlich deutlich weniger auf als mit dem roten Skin.
Und dann sage ich erstmal Danke an alle, die bis jetzt hierhin schon geguckt haben. Wie gesagt, wie immer, vielen, vielen, vielen Dank und in dem Sinne, haut rein.